Ein Fall, drei Blickwinkel. Nicht einmal die beiden Angeklagten waren sich bei ihren Aussagen über den Tathergang einig. Fakt ist, mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam das Opfer, ein 36-jähriger Familienvater, nach einer Schlägerei in das Deckendorfer Klinikum. Tatort war der Hackerweiher bei Natternberg. Das Opfer hatte sich dort mit seinen beiden Kindern, 6 und 8 Jahre, zu feiernden Jugendlichen gestellt. Nach gemeinsamem Alkoholkonsum ist die Lage eskaliert. Zuvor hatte das Opfer angeblich einige der weiblichen Partygäste belästigt. Ab dem Zeitpunkt der Übergriffe gehen die Versionen aller drei Beteiligten weit auseinander. Laut Aussage des Angeklagten Robin A. habe er gemeinsam mit Jovan A. auf das Opfer eingetreten. Natürlich war mein Mandant beteiligt, da wird er auch dafür einstehen müssen. Es geht nur um die Frage, ob er jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt wird oder wegen versuchten Totschlags. Von diesen Vorwürfen will Jovan A. allerdings nichts wissen. Er sei lediglich Robin A. zu Hilfe geeilt, als sich das Opfer gegen Robin A. zur Wehr setzte und auf ihn einprügelte. Er ist aber nach wie vor der Auffassung, daran hält er jetzt auch noch fest, dass er an dem Tatvorgang selbst nicht beteiligt war. Das Opfer wiederum kann sich nicht an einen Angriff seinerseits erinnern. Welcher der Jugendlichen auf ihn eintrat, konnte er nicht sehen. Er hatte den Eindruck, es waren mehr als zwei Partygäste. Die Verteidigung steht den Aussagen des Opfers skeptisch gegenüber. Das, was das Opfer gesagt hat, war für mich zum Teil relativ wenig glaubwürdig. Wie es der Kollege Perlet ja auch schon richtig in der Verhandlung gesagt hat, war es eigentlich so, dass er doch ziemliche Erinnerungslücken hatte, die für ihn günstig waren. Und was ungünstig war, da hat er dann auf einmal, wusste er wieder was. In 2 weiteren Prozesstagen soll nun der Tathergang genau rekonstruiert werden. 22 Zeugen sind insgesamt geladen. Das Urteil fällt voraussichtlich am 20. Dezember.